Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf meinem Kanal UFOMAN Let's Play. Das ist eine ganz kleine Spielevorstellung. Ich wollte euch mal Windward vorstellen. Ist gerade neu bei Steam rausgekommen. Kostet im Moment bis zum 19. Mai 2015 ist es ermäßigt. 15% kostet 12,74. Ansonsten soll es 14,99 kosten. Ist ein Early Access Spiel und von dem Entwickler Tasharen Entertainment. Und ich habe erst gedacht, als ich so gesehen habe, Leute, warum ist das so teuer? Was ist denn das schon wieder für ein komisches Futzel-Putzel-Spiel? Das kannst du wahrscheinlich auf dem iPhone spielen oder so. Dann habe ich aber das ein oder andere Video mir mal angeguckt und dachte mir, ach Alter, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, das ist ein RPG-Spiel. Wir können hier Missionen erledigen, wir können gegen Piraten kämpfen, wir können unser Schiff hochleveln, wir können nach Schätzen tauchen, wir können Loot einsammeln. Moment, ich muss mal kurz husten. Hier oben haben wir, weil ich ein Anfänger bin, ich habe gerade mal eine Stunde gespielt, bin auch schon, glaube ich, einmal gestorben. Hier ist hier oben immer so eine schöne kleine Hilfe, die können wir auch wegklicken zu den verschiedenen Themen. Eine super schöne Grafik, sehr, sehr angenehm, ganz tolle Soundkulisse. Und ich nehme jetzt hier mal einen Auftrag an in der Stadt hier. Das sind alles Städte, diese blauen Punkte hier oben. Wir haben hier, ich werde das ganz kurz mal erklären, weil wie gesagt, es ist kein Tutorial, es ist nur eine ganz schnell eine kleine Spielvorstellung. Wir können auch zu viert spielen mit Freunden von Steam. Wir können uns da gegenseitig einladen, teilnehmen und so weiter. Kann man auch zu viert hier Abenteuer erleben. So, wir haben hier ein Lager. Das ist unser Lager von unserem Schiff. Und hier haben wir ganz genaue Informationen über unsere ganzen, unser Captain, unsere Mannschaft, unser Taucher, unsere Kanonen, pipapo. Können wir uns das alles genau angucken und wie gesagt dann immer hochrüsten. Wir haben hier unten ein Symbol, da können wir das Schiff reparieren. Auch wenn wir unterwegs sind, dazu müssen wir nicht zwingend in einem Hafen sein. Wir haben auch immer kleine Pub-Ups, die uns genau alles erklären. Ganz cool. Die Einarbeitungszeit ist nicht besonders groß, macht gleich von Anfang an Spaß. Und hier können wir sogar Schätze suchen halt mit einem Taucher. Wenn wir irgendwo in der Nähe eines Wracks sind, dann leuchtet das hier auf und dann können wir da Schätze suchen. Und wie gesagt, ich habe zwar erst eine Stunde gespielt, aber Alter, macht richtig Spaß. Ich habe nur abgebrochen, weil ich mich irgendwie, ich musste mich rasieren, weil ich morgen arbeiten muss, ja. Jetzt habe ich aber noch ein bisschen Zeit, um noch schnell diese Spielevorstellung aufzunehmen. So, wir werden jetzt mal einen Auftrag, jetzt sind wir in der Stadt. Da haben wir hier den Tresor, da können wir wahrscheinlich Sachen, die wir nicht verkaufen wollen, einlagern. Dann gibt es Gerüchte, da können wir gucken, guck mal, Angeln aus Torborn wirft in Torham einen schönen Profit ab. Also das heißt im Prinzip, man empfiehlt uns jetzt Angeln zu kaufen, wir sind ja in Torborn, und die in Torham zu verkaufen. Allerdings, wir haben nur zwei Frachtplätze, weil es noch ein sehr kleines Schiff ist. Hier in der Werft sehen wir, wir haben eine Schaluppe. Und um ein größeres Schiff zu kaufen, brauchen wir 2058 Gold. Wir haben bis jetzt 1219 Gold. Wir haben Steine zum Bauen und zum Verbessern von Gebäuden. Soweit war ich noch gar nicht, dass man das auch machen kann. Können wir wahrscheinlich die ganzen Häfen noch ausbauen und so weiter. Die Städte, die uns gehören. Weil hier gehören uns jetzt alle Städte. Wir haben hier noch KI-Schiffe, die mit im Prinzip zu uns dazugehören, die ja noch unterwegs sind. Aber später wird es auch rote Häuschen geben und dann wird es Feinde geben und Piraten geben. Und da ich jetzt noch ganz am Anfang bin, ist das alles noch sehr human. Da gibt es noch nicht so viel Stress. So, das Holz hier braucht man zum Beispiel auch, um unser Schiff zu reparieren. Oder zum Bauen von Schiffen wird es auch gebraucht. Können wir auch looten, finden wir immer wieder mal. So, Geld haben wir gar nicht dafür. Und die Aufträge. Und diese Aufträge, wir sagen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einen Piraten zur Strecke bringen. Ist doch ein cooler Auftrag. Da seht ihr gleich mal, wie das geht. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Und jetzt haben wir schon mal einen Inventarplatz voll mit dem Auftrag. Jetzt haben wir noch einen frei. Und der meinte ja in der Gerüchteküche, dass Westburg Angeln braucht. Ist jetzt eine andere Stadt als vorher. Westburg. Mal gucken, wo Westburg ist. Auf der Karte. Westburg ist hier und wir sind in Torham hier. Wir müssen hier runterfahren, um die Angeln zu verkaufen. Dann werden wir mal den anderen Inventarplatz benutzen, um Angeln zu kaufen. Und zwar kaufen wir... Oh, wir können nur einmal Angeln kaufen. Ich würde gerne noch mehr kaufen. Geht nicht, mehr können wir nicht kaufen. Okay, so. Können wir eigentlich losfahren. So, wir sollen Piraten zur Strecke bringen. Den Piraten Henmenist. Der hat die wehrlosen Leute von Torborn ausgeraubt. Schluss damit. Okay.
So, und jetzt, das finde ich auch cool. Wir haben jetzt gleich hier die Anzeige, jetzt uns den Quest zeigt, wo wir langfahren müssen. Wir wollen aber unabhängig von der Questanzeige, will ich erstmal nach unten hier die Angeln verkaufen. Schon wieder vergessen, wie die Stadt hieß. Und wir fahren mal los. Mit WASD können wir steuern. Es geht sehr, sehr schnell. Hier ist nämlich ein Schatz. Hier seht ihr, da unten ist ein Wrack. Den wollte ich mal gleich heben. Da klicke ich auf das Tauchersymbol. Und jetzt kommt da Loot nach oben. Fahren wir mal hin, können wir dann einsammeln. Und danach fahren wir schnell die Angeln verkaufen. Und dann machen wir den Quest. Ja, jetzt haben wir schön was eingesammelt hier. So, wir können jetzt nicht raus oder rein zoomen. Sondern es bleibt so. Völlig in Ordnung. Wir haben hier unten so eine, falls ihr das hier seht, so eine Welle. Und da kann man dann sehen, die Geschwindigkeit. Wenn man auf rückwärts stellt, dann geht die Geschwindigkeit runter bis Verstehen. Und wenn man vorwärts macht, also W, dann geht die Geschwindigkeit hoch. Und dann können wir noch links und rechts steuern. Und wir wollen jetzt mal ganz direkt. Ach nein, ich bin ja viel zu weit weg. Ich bin hier oben, sehe ich gerade. Hier bin ich. Hier ist mein Sternchen, also das bin ich. Hier haben wir gleich, da werde ich mal stehen bleiben. Das mache ich sehr gerne immer, dass ich gleich loote, weil gerade jetzt am Anfang. Schicken wir den Taucher mal runter. Zack. So ein Stück so. Und wir kriegen auch jedes Mal Erfahrungspunkte, wenn wir hier was looten. Und zurück. Und jetzt fahren wir weiter. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte, wir sind hier. Wir waren aber hier oben und wir wollen hier hin. Und jo, das ist hier so eine Art Navi. Und witzigerweise gibt es hier scheinbar verschiedene Wege. Ich komme da irgendwie immer nicht drum rum. Ich meine, wahrscheinlich ist das Kleinkram, wenn man später schon in einem höheren Level ist. Ich meine, was ist 8? 8 ist nicht so viel, wenn man 1000 hat, wa? Man muss das nicht hier alles looten. Ich werde das auch jetzt mal, weil es ja die Spielevorstellung ist, werde ich mich jetzt mal nicht so ewig aufhalten und bei jedem Schatz tauchen, bei jedem Wrack. Wir nehmen nur mal das mit, was hier so rumschwimmt. Weiter geht's. So, wo sind wir jetzt da an der Ecke hier? Ich will nach hier, um da meine Angel zu verkaufen. Und danach, wenn wir dann den Piraten zur Strecke bringen. Wie gesagt, das ist ja eine kleine Vorstellung. Ob daraus ein Let's Play wird, kommt ganz drauf an, wie groß die Resonanz ist, ob da wirklich Interesse besteht oder ob das einfach wirklich nur ein Infovideo ist für welche, die das Spiel vielleicht kaufen wollen oder auch nicht kaufen wollen, nachdem sie das Vorstellungsvideo gesehen haben, dass sie gleich sagen, nein, das ist überhaupt nichts für mich. Ich weiß jetzt schon am Anfang, die Stunde, die ich gespielt habe, es macht richtig Spaß. Also macht wirklich Spaß. Und ist ganz entspannt. Kannst nebenbei noch Videos laufen haben. Ohne Stress. Klar, wenn größere Gefechte später kommen. Ja, und wie gesagt, das ist ein Pupsschiff. Man hat dann später im Laufe der Zeit auch. Da ist er schon. Und den müssen wir jetzt töten. Und jetzt ist die große Frage. Mein erster Kampf. Ich habe jetzt auf die Kanone geklickt. Markiere den. Und ich denke mal, dass der jetzt. Eieiei. Mal warten, bis die Kanonen nachgeladen sind. Eieiei. Das Coole ist aber, ich glaube, ich bin sogar unverwundbar, weil ich hier in einem Heimathafen bin. Zack, jetzt haben wir einen Haufen Zeug hier bekommen. Und jetzt können wir das Schiff reparieren, indem wir hier auf Reparatur gehen. Und dann. Oh, er hat schon repariert. Ach, wir waren im Hafen, deshalb. Okay. So, wir haben es jetzt erledigt. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir sind aber nicht. Wie bin ich denn da jetzt hingeraten? Da wollte ich schon nicht hin. Warte mal. Ich will nämlich nach da oben noch die Angel verkaufen. Und auf der Fahrt dahin sammeln wir noch ein bisschen Loot ein. Ja, also die Sounds schon alleine, dieses Klack, was ich eben gehört habe, wenn die Münze ins Portemonnaie fällt, das Geist ist alles sehr liebevoll gemacht. Ganz schöner Background-Sound. Ich könnte jetzt auch so Piraten-Musik anmachen. Die Musik habe ich, glaube ich, komplett eingestellt, weil vorhin habe ich nebenbei noch YouTube-Videos geguckt, während ich gespielt habe, und da habe ich die Musik halt ausgestellt. Aber die Musik ist auch sehr angenehm. Ja, komm schon. So, und da ist unser Schiff, unsere Stadt Weesburg. Woher stand, dass die Angeln brauchen und wir extra eine Angeln gekauft haben, um hier ein bisschen Profit zu machen. So, und hier können wir natürlich auch wieder neue Aufträge annehmen in Weesburg, und so geht das dann immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Vielleicht können wir sogar schon mal hochleveln, mal gucken. So, wir klicken hier rauf, damit wir wieder in die Stadt kommen. Und jetzt können wir die Angel verkaufen. Wir haben hier Angeln. Können die verkaufen. Der Preis ist 3% schlechter aufgrund des Diplom... Oh, des Ansehens, des Diplomatiewertes. Das ist ja doof. Aber er hat uns doch gesagt, da in der Gerüchteküche in der Kneipe war, die werden einem schon was erzählen. Hat wohl dann nicht ganz geklappt. Ist egal, ich verkaufe es trotzdem, damit ich meinen Platz frei habe. Ah nee, doch, ein Gewinn von 24 Gold da mal gemacht. Naja, okay, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. So, jetzt könnten wir bei der Gerüchteküche wieder gucken. Westburg hat Diamanten und in Sabenwick haben die Interesse daran. Da könnten wir jetzt hier Diamanten. Okay, ich kaufe einfach ein paar Diamanten. Was soll der Scheiß? Oh, oder? Kaufe ich Diamanten? Wartet mal, ich guck mal erstmal hier, ob ich schon wieder einen neuen Punkt habe. Nee, habe ich noch nicht. Mir fehlen bis zum nächsten Level noch 86 Punkte. Und hier gibt es so viel Zeug, ey. Da hast du echt zu tun, das alles hochzuleveln. Vielleicht kann ich irgendwas Schönes kaufen. Kann ich nicht irgendwas kaufen? Also hier gibt es ja nur Schiffe. Okay. Aber hier, warte mal, wo war das hier bei Gegenständen? Hier könnte ich was kaufen. Was gibt es denn hier? Segelfarbe, um die Segelfarbe zu ändern. Kostet nur 140. Das möchte ich haben. Warte mal. Das will ich doch haben. Vielleicht hier rüberziehen? Ah, okay. Haben wir gekauft jetzt. Was gibt es noch Schönes? Jute-Segel. Ah, bessere Segel. Rumpffarbe. Können wir noch die Rumpffarbe ändern? Werden wir auch mal nehmen. So, und dabei belassen wir es mal. So, okay. Cool. Und jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Ausrüsten, verkaufen oder über Bord werfen. Wir werden ausrüsten und ausrüsten. So, und jetzt? Habe ich noch gar nicht ausprobiert, sowas. Also hast du die ganze Zeit irgendwas Schönes zu tun hier. Ich würde jetzt aber ganz gerne die Segelfarbe verändern. Fragt sich bloß wie. Ach, die ist schon jetzt. Ach, das war grün. Oh, klar. Das war eine grüne Farbe. Weißt du, und wenn dir das dann zu langweilig... Ach, das sieht schön aus. Wenn dir das halt zu langweilig ist mit dem Blau. Guck mal, das spiegelt sich richtig schön unten im Wasser. Man kann auch für Livestreamer, gibt es hier eine Option, wo man den Wassereffekt ein bisschen runterschrauben kann, damit es sich besser streamen lässt. Und es ist auch sehr schön, wie der Wind in das Segel so reinbläst. Sieht sehr schön aus. Man sieht richtig, der Wind kommt tatsächlich hier von der Seite, wo auch die Wolken reinziehen. Ein, wirklich ein schönes Spiel. Ja, und jetzt haben wir so die Optik für ein bisschen Geld. Haben wir jetzt hier. Ach, wir haben ja ganz vergessen, einen Auftrag anzunehmen. Ja, muss ich nochmal zurück zum Hafen fahren. Wie gesagt, die Steuerung ist die erste Minute ein bisschen ungewöhnlich. Man kann sogar mit einem Controller steuern. Das sind die Blauen, sind alles Leute von mir im Prinzip. KIs. Die hauen auch immer irgendwelche Sprüche raus hier, die anderen Schiffe. Und meins auch, mein Captain. So, Aufträge, zack. Passagiere für Porburg. Nehmen wir. Und die Kreuzfahrt nehmen wir auch, weil wir haben zwei Lagerplätze, also zwei Sachen können wir machen. In den nächstgrößeren Schiff, was allerdings irgendwie 2000 kostet oder so, da hätten wir dann drei Frachtplätze. So, und hier haben wir die Landratten, die wollen ja die Kreuzfahrt machen im Prinzip, wo wir mehrere Städte anfahren. Und die Betrunkenen, die sollen wir ja abliefern in Vorborburg, okay. So. Hier können wir sogar anhaken, welche Mission wir jetzt zuerst machen wollen. Wir wollen jetzt die Passagiere nach Vorborburg bringen. Und werden jetzt direkt hier unserem Queststreifen folgen. Ja, und bei meinem Captain geht es ständig ums Saufen. Da kommen immer so Sprüche, ich brauche mehr Rum, ich will mehr Rum, ich bin total müde, ist echt total... Ach, hier ist schon Vorburg. Alter, das war ja eine Quest. Dankeschön, das war's schon. Wir haben die Quest erledigt. Jetzt haben wir wieder einen Lagerplatz frei. Jetzt hätte ich in Vorburg gleich eigentlich wieder einen neuen. Entweder was einkaufen zum Handeln oder... Ihr merkt schon, man ist die ganze... Jetzt ist er besoffen. Mein Captain ist besoffen. Und wenn wir hier so eine eigene Stadt anfahren, wird scheinbar automatisch repariert. Jetzt haben wir wieder einen Platz frei, weil wir eine Quest abgearbeitet haben. Jetzt ist die Frage, warte mal, Gerüchte. Sabenwick braucht Diamanten und Vorburg hat das passende Angebot.
können wir jetzt nach Saben wegfahren, Diamanten verkaufen. Da gibt es halt ein bisschen mehr Kohle, als wenn man die, als wenn man einen Quest macht. Aber ich glaube, beim Quest gibt es dann wieder mehr XP. Muss man dann wissen, was man da so vorhat. Ich werde mal einen Auftrag annehmen, einen Piraten zur Strecke bringen. Passagiere für Torboden, das ist nämlich nicht weit weg. Nehmen wir mal an. Und fahren erstmal die Passagiere nach Torboden, weil das ist ja hier gleich in der Ecke. Ich muss euch mal sagen, die grünen Segel, das gefällt mir viel besser. Guck mal, wie schön sich dieses Grün im Wasser spiegelt. Finde ich richtig schön. Jo, jetzt hätte ich hier unterwegs noch einen Taucher losschicken können. Ja. So, ich schätze mal, ihr wisst schon in etwa jetzt, was die Faszination dieses Spiels ausmacht. Wirklich eine sehr schöne Grafik. Super geile atmosphärischer Hintergrundsound. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt schon vorstellen, was ich damit meine, dass man hier ewig beschäftigt ist mit diesem Spiel. Und sich dann wirklich schon vorkommt wie so ein kleiner Seemann. Wie so ein Kapitän, der sich immer weiter nach oben arbeitet. Weil das eben doch wirklich sehr, sehr liebevolle Grafik ist. Ja, mein Captain ist besoffen. Ich bin ein gefürchteter Pirat, sagt der Hick. Aufwachen, Kameraden, ruft der Captain von dem anderen Schiff da. Manchmal grüßen die auch richtig und sagen so, hallo, sei gegrüßt, Ufermann oder so. Ich glaube, man kann denen noch irgendwie Anweisungen, warte mal, wenn ich ihn anklicke, was passiert da? Nee, im Moment nichts. Aber man kann die wohl auf lange Sicht, kann man die auch sich helfen lassen von denen oder Aufträge verteilen, dass die einem helfen beim Kämpfen. Soweit bin ich aber noch nicht. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen aufleveln. So, und jetzt sind wir an Torboden, da sollen wir die Passagiere abliefern. Haben wir auch schon gemacht. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht weiter bleiben, sondern fahren jetzt direkt weiter kreuzfahrtmäßig. Aber das mache ich dann offscreen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel mal vorstellen und wie gesagt, ich habe es nicht bereut, es gekauft zu haben. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, aber ich glaube, da habe ich noch richtig Bock zu spielen und so weiter. Jo, lasst mir ein Abo da, falls ihr noch keins dagelassen habt. Ihr könnt mich auch auf Twitch followern, wenn ihr Bock habt und Daumen hoch, super wichtig, vergessen die meisten. Freue ich mich sehr drüber. Kommentare muss nicht sein, könnt ihr machen, wie euch das Spiel gefällt oder so. Wir sehen uns dann ein anderes Mal auf meinem Kanal, vielleicht bei einem anderen Spiel, bei einem anderen Video, bei einem anderen Let's Play, bei einem anderen Projekt. Ich sage nur danke fürs Zuschauen. Euer UFO-Mann bedankt sich. Auf Wiedersehen. Tschüss.